Wir haben uns seitdem nicht mehr gesehen und nicht mehr gesprochen. Also es gab jetzt momentan auch, da er erst seit ein paar Wochen wieder in Amt und Würden ist, haben wir uns auf dem Fußballplatz nicht getroffen. Ich glaube, beim Spiel war er bislang in Mainz nicht. Deswegen gab es auch derzeit nicht die Möglichkeit, sich da irgendwie zu treffen. Aber trotzdem freue ich mich auf morgen, wenn ich ihn wieder sehe. Ja, wie beschreibt man ein Verhältnis, wenn man sich jetzt 17 oder 16 Monate nicht gesehen hat? Fernbeziehung. Tja, was soll ich dazu sagen? Schwierig, ja. Ja, oder so, ja. Also die Interpretation, die überlasse ich jetzt dir, ja. Aber ich kann jetzt nicht erzählen, dass wir jeden Abend Bier zusammen trinken gehen, wenn es nicht wahr ist. Es geht in der Woche einzig und allein um Mainz 05 und um diese drei Punkte und alles andere gibt es in der Kabine nicht. Weil ich halt auch wusste, dass jeder Spieler, wie ist das Verhältnis, hast du Kontakt, hast du die? Und wenn sich da jeder Spieler äußert, haben wir jeden Tag neue Schlagzeilen und das brauchen wir so in der Woche nicht. Es geht in der Woche ausschließlich um den Sport und für mich und mein Team geht es ausschließlich um den Sport und die Freundschaft und die Kontakte, die da sind. Und das alles kann nachher ab Samstag wieder gelebt werden und wieder ausgelebt werden. In dieser Woche haben wir einen Fokus. Das ist immer so, wenn ein Ehemaliger auf einen vorderen Verein trifft, wenn ein ehemaliger Spieler zurück an sein Heimatort kommt. Da muss vorher halt auch eine Professionalität rein und ich habe die Spieler nur daran erinnert und das ist eigentlich alles. Ich bin dem nicht ausgewichen, also warum auch?